wave feature, so it brings it out fully extended from your pocket. Go ahead and play with it. And they're in the $50 to $60 range MSRP. As I said, they're in stock now. We've been releasing these over the last month or so. They're very nice. This is nice. Small, kind of an interesting design on that one. Something a little different. This is the six, the big, big one. Yeah, that's good. It's great. Leute, diese Kershaw Emerson Teile sind ja sowas von geil. Das große Sechser. Jetzt verstehe ich die Stefan, wieso dir die so gefallen haben. Die Teile sind ja wirklich cool und hier das kleine Einser. Das ist ja ein niedliches Teil. Geile Messer. Mann, oh Mann, komm, das Weihnachten wird wieder teuer. Ja, ein bisschen Rost auf der Klinge. Hä? Great Knives. Aber die zwei sind schon cool. Das kleine Einser und das Sechser. Drahtend scharf. Und das mit dem Wave funktioniert einwandfrei aus der Hose ziehen. Ich hab's gerade ausprobiert. Klasse Teile. The Emersons. Genau. Yes, of course. That's great knife. This is one of my personal favorites. Go ahead. I was at the IWA in Nürnberg and they have no 7.0. We didn't get those until we came back from Nürnberg. Ja, Leute, das ist geiler Stoff. Das 0770 mit den Carbon-Griffschalen. Super leicht. I only have one of the Ernie Emersons and it's the G10. Emerson CT collaboration. But he also created one with the carbon fiber. This is the Rick Hinder one, though, in the carbon fiber. And then we also brought with us a limited edition designed by Rick Hinder, and this will be coming out within this year. And again, I emphasize this is a limited edition. It has a special design, hard to wear. Titan screws. So geil mit den Carbon-Griffschalen, Assistant Opener. Super leicht. Das ist ja geil. 0770. 3 Ounce. Yes. Drei Unzen. MSRP 225 on that. Keine 100 Gramm. Schwerer Tanto Folder. Wow, big knife. 250 MSRP USD. Ja, Carbon Fiber, einem Rick Hinderer Design. Rick Hinder. Great. Light. Das ist ja ein cooles Teil. Limit Edition. Auch ein Hinderer Design, M390 Stahl. Titangriff und alles so hellblau anodisierte Titanteile dran. Nur andere Klingeform. Ja. Holy moly. Oh, die wissen, was im Hillbilly gefällt. Starkes Teil. Wir haben auch schöne Sachen für Mädels. Yeah. In rosa, orange, pink. This one is very popular. That's got the composite blade. Very beautiful. Oh, nice. But these are just the rainbow. That's lots of fun. See, your wife would like this. Yeah. It's perfect for opening letters. Pink. For my daughter. Oh, yeah. Nice.
But the ladies like these. They're very lightweight. They fit well in the purse. And, you know, you can use them to open a little package, envelope. The shoebox. Yeah, exactly. Exactly. Wow. For some time with that titanium handle, but now we also just brought it out in the black wash. Stone wash. Yeah. It looks great. That's beautiful. So this one just started coming out. You'll see more and more of this on the market. But everybody just loves this black wash, and it, the beauty of this, it has a nice look, but it can also hide scratches. Many people are afraid to use their knives because they don't want it to look like it's been used. But with the beauty of the black wash, it will hide any scratch that you do put on it. It'll was für die Tomahawk Freunde? Der CT Tomahawk. Kai. Oder von Kershaw ist das Modell, ne? Kershaw Modelle. Wir haben unsere Tour begonnen am Stand von Kershaw CT. Und hier werden wir sie wahrscheinlich auch beenden. Denn hier sind einfach die tollsten Modelle. Also Stefan, ich verstehe jetzt deine Begeisterung für die neue Kershaw und Kollaboration mit den Emerson-Messern. Die sind echt cool. Am besten gefallen haben mir das 6er und das 1er. So genial. Und es soll auch so eine Kollaboration direkt mit Citino kommen. Dort werden auch noch mehrere Modelle kommen. Einfach toll. Oh, hier liegt mein Weihnachtsgeschenk, Leute. Das 0770. So geil. Super leicht. Die Special Edition ist natürlich auch der Hammer hier. Kommen bloß 50 Stück nach Europa. Ja, das sind mindestens 5000 zu wenig. Oh, hier ist noch das schöne Outdoor-Messer. Das Tetrexford-Design sieht auch gut aus. Und hier die schweren Folder, die kennen wir ja schon. Aber das ist einfach der Hammer. So geil das Messer.